Euro NCAP. Aktuell im Test der VW T7 Multivan. Beim Insassenschutz für Erwachsene überzeugt der VW T7 Multivan. Die Fahrgastzelle bleibt im versetzten Frontalaufprall stabil. Der Schutz des Brustbereichs des Fahrers wird als gut eingestuft. Die Messungen an Knien und Unterschenkeln des Fahrers deuten auf ein gutes bis ausreichendes Schutzniveau hin. Beim Crash auf die starre Barriere mit voller Überdeckung ist das Verletzungsrisiko für die Brust des Fahrers gering und für die des kleineren Insassen auf dem Rücksitz ebenfalls gering. Im Seitencrashtest bietet der VW T7 Multivan den Insassen einen guten bis ausreichenden Schutz. Der T7 Multivan ist mit einem Zentral-Airbag-System zwischen den Vordersitzen ausgestattet. Dies verhindert gut, dass die Köpfe der beiden vorderen Insassen gegeneinander prallen. Die Messwerte beim Pfahlanprall zeigen gute bis ausreichende Ergebnisse. Oberkörper und Becken werden gut geschützt, der Kopf ausreichend. Die Tests an den Vordersitzen und deren Kopfstützen zeigen einen guten Schutz gegen Schleudertraumata im Falle eines Auffahrunfalls. Wie sieht es mit dem Insassenschutz für Kinder beim VW T7 Multivan aus? Im versetzten Frontalaufprall werden der Kopf, der Hals und der Oberkörper des 6-jährigen und des 10-jährigen Kinderdummies gut geschützt. Auch im Seitencrash sind die Ergebnisse für beide Dummies gut. Die volle Punktzahl wird erreicht. Bei den Tests mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern kann der VW T7 Multivan nicht ganz überzeugen. Die Motorhaube bietet einen guten bis ausreichenden Schutz für den Oberkörper eines Fußgängers. Der simulierte Anprall des Beckens an die Fahrzeugfront zeigt überwiegend ein sehr geringes Verletzungsrisiko. Über den Scheinwerfern ist es sehr hoch. Für die Beine eines Fußgängers ist der Schutz gut. Das automatische Notbremssystem des VW T7 Multivan kann Fußgänger und Radfahrer erkennen. Das AIB-System reagiert am Tag und bei Nacht auf Fußgänger gut. Bei querenden Radfahrern zeigt es geringe Schwächen. Ungenügend ist die Reaktion auf Fußgänger beim Abbiegen. Das Fahrzeug verfügt über kein Notbremssystem bei Rückwärtsfahrt. Die Tests der Sicherheitsassistenten beim VW T7 Multivan liefern gute Ergebnisse. Ein automatisches Notbremssystem ist serienmäßig verbaut. Das AIB-System hat zur Erkennung und Reaktion auf vorausfahrende Fahrzeuge gute Ergebnisse erzielt. Unfälle konnten in den meisten Fällen vermieden werden. Das Spurhaltesystem korrigiert gut die Lenkung des Fahrzeugs, wenn es von der Spur abweicht, und greift gut in einigen kritischeren Situationen ein. Alle detaillierten Ergebnisse zum VW T7 Multivan gibt es zum Nachlesen unter adac.de/crashtest oder euro-ncap.com.